Damen und Herren, so ein Vortrag kann man natürlich, selbst wenn man es gar nicht so meint, nur damit anfangen, dass man sich bedankt. Die Schwierigkeit ist dann, wie man es im speziellen Fall ausdrückt, dass man es ernst meint. Sie müssen mir das einfach glauben. Ich danke Ihnen erstmal, dass Sie gekommen sind und ich hoffe sehr, also Herr Lieb hat schon gesagt, die drei Vorträge sind so gemacht, dass man die auch einzeln hören kann, aber sie sind schon primär als Sequenz gedacht und denken Sie mal an meine Psyche, wenn jetzt zum nächsten Vortrag am Montag um 14 Uhr ganz wenige kommen, dann wird der Vortrag auch schlecht, weil ich denke, es hat niemand interessiert. Also kommen Sie bitte, tun Sie mir den Gefallen, am Montag um 14 Uhr bei den Germanisten und dann nochmal nächste Woche am Donnerstag wieder um 18 Uhr hier in diesem Gebäude in der neuen Universität. Ich danke Ihnen also jedenfalls zuerst, dass Sie gekommen sind. Ich danke dem SFB 933. 933 ist eine Menge. Ich war zufällig an der Ruhr-Universität Bochum in den späten 70er Jahren Mitglied des ersten geisteswissenschaftlichen Sonderforschungsbereichs. Das war sage und schreibe 119. Daran ist zweierlei interessant. Erstmal, dass man 118 Sonderforschungsbereiche gebraucht hat, bis die Geisteswissenschaften auch reingekriegt haben. Und dass damals, also mittlerweile, fast 1000 Sonderforschungsbereiche neu gegründet worden sind. Also ich danke dem SFB 933 für die Einladung. Ich danke für die wirklich perfekte Organisation. Das passiert selten. Ich muss das erwähnen, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich von einer deutschen Universität das Honorar bekommen habe, bevor ich angefangen habe zu sprechen. Das ist mir noch nie vorgekommen. Und ich danke dem Sonderforschungsbereich, der mich eingeladen hat, für das Vertrauen in mehrerer Hinsicht, und das ist ernst gemeint. Einmal für das Vertrauen, dass ich etwas sagen und entwickeln kann, was für die weitere Arbeit des Sonderforschungsbereichs relevant sein könnte, was vielleicht Diskussionen anstößt. Ich hatte auch bei dieser Philosophical Reading Group, wie ich es gerne nenne, über den späten Heidegger das Gefühl, dass wir ganz schnell in ein für mich jedenfalls produktives Gespräch gekommen sind. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, dass ich Sie mit drei Dimensionen eines sehr schwierigen Themas, Materialität, in den drei Lehrveranstaltungen, Seminar, Philosophical Reading Group und Vorlesung immerhin insgesamt 18 Stunden unterhalten werde. Ich meine, ich sage unterhalten, weil das gehört ja eigentlich auch dazu, darf man in Deutschland nicht sagen, weil es eine Wissenschaft ist in Deutschland, aber weil es bei uns nur Humanities und Arts ist, darf man auch sagen, Vorträge sollten schon auch unterhaltsam sein. Ja? Also, dass Sie mir zutrauen, dass ich Sie so lange unterhalte, fast einen ganzen Tag, dafür danke ich Ihnen. Ich danke aber auch für das Zutrauen, dass ich mit einer Aufgabenstellung vielleicht zurande kommen könnte, die eigentlich etwas über Materialität zu entwickeln, die eigentlich jeden einzelnen Denker, und Denker sind wir alle, und jeden einzelnen Scholar, Gelehrte sind wir alle, überfordern müsste. Denn es geht ja darum, den Ort und das Potenzial des Materiellen in den Geisteswissenschaften heute zu entfalten, und das ist schwierig. Schließlich danke ich Ihnen, die gekommen sind, und dem SFB für die Gelegenheit, die mir wichtig ist, sagen 2 Wochen in Heidelberg mich auf ein Thema konzentrieren zu können, das mich eigentlich, darüber will ich reden, seit 1985, also selbst in einem alten Leben, einen großen Teil meines Lebens umgetrieben hat. Aber ich habe noch nie 2 Wochen Zeit gehabt, mich auf Materialität zu konzentrieren. Für mich war diese Gastprofessur und ist diese Gastprofessur ein Anlass, eine Gelegenheit, zu einem spezifischen Ausgangspunkt zurückzukehren. Das war gegen Ende meiner Zeit in Deutschland. Ich bin 1989 von der, damals hieß sie noch Universität Gesamthochschule Siegen, an die Stanford University gegangen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war für mich der Ursprung dieses Themas ein sehr schöner Sonntagmorgen auf der Hauptstraße von Dubrovnik, damals in Jugoslawien, heute in Kroatien, die heißt Stradun, mit Marmorsteinen. Und auf dieser Straße hatten wir die Idee, in einer Serie von Kolloquien, die wir in Dubrovnik in den 80er Jahren organisiert haben, während eines Kolloquiums über den Begriff Stil, das nächste Kolloquium, und wir haben insgesamt 5 gemacht, dem Thema Materialität der Kommunikation zu entwickeln. Nach mehr als 25 Jahren, also genau gesagt 29 Jahren, habe ich jetzt zum ersten Mal die Chance, auf dieses Thema zurückzukommen. Und ich möchte am Ende des Vortrags wieder auf diesen Moment, diesen sehr schönen Sonntagmorgen in Dubrovnik zurückkommen. Dieses Thema der Rückkehr,
der Rückkehr nach Deutschland, an die deutsche Universität auch, lässt mich für einen Moment auch an einen ganz großen und von mir sehr bewunderten Kollegen, Romanisten, denken. In Amerika würde man sagen, a giant of his discipline, obwohl er nicht sehr groß gewachsen war, der eine ähnliche Gelegenheit von der Universität Heidelberg bekam. Ich meine den großen Romanisten, den ganz großen Romanisten Leo Spitzer, der genau 25 Jahre, nachdem er Deutschland verlassen musste, 1933, zunächst nach Istanbul und dann 1936 an die Johns Hopkins University, nur noch einmal in Deutschland eine Vorlesung, nicht einen Vortrag, sondern eine Vorlesung während eines Sommersemesters 1958, also genau 25 Jahre gehalten hat. Und das war die wunderbare Vorlesung an der Universität Heidelberg, Interpretation zur Geschichte der französischen Lyrik. Die wurde von einer damals jungen Doktorandin namens Helga Meyer, die hat einen Doppelnamen, aber den zweiten Teil des Namens verrate ich Ihnen nicht, aufgeschrieben und ist im Eigendruck im Selbstverlag nachzulesen und ist ein sehr bewegendes Dokument, nicht nur wegen der Qualität der spitzischen Textanalysen, sondern weil immer wieder dieser Moment vorkommt, nach Deutschland zurückzukommen. Nun empfinde ich zwar in vieler Hinsicht positiv und negativ eine gewisse Affinität mit Leo Spitzer, aber ich will mich beileibe nicht mit ihm vergleichen. Meine Frau ärgert mich manchmal, indem sie mir sagt, modesty is not your problem, aber mit Leo Spitzer zu vergleichen wäre zu viel, auch aus historischen Gründen. Denn Leo Spitzer musste 1933 Deutschland verlassen und ich, und verstehen Sie das Modalverb nicht falsch, konnte Deutschland verlassen, weil es 1989 so etwas gegeben hat wie eine Republik des Lettres. Also ich bin ja beileibe nicht der Einzige aus meiner Generation, der aus Europa in die USA gekommen ist oder umgekehrt. Also das war sozusagen eine Bewegung in einer Republik des Lettres. Es war ja für mich auch immer einfach und interessant, nach Deutschland zurückzukehren. Und wenn ich nach 25 Jahren nach Deutschland zurückkehre, dann tue ich das, ohne dass dazwischen die größte nationale Katastrophe lag, nämlich das Ende des Zweiten Weltkriegs. Also wir leben in einer anderen Zeit als diese Vorgängergeneration, in der längsten Friedenszeit der deutschen Geschichte, 69 Jahre mittlerweile. Aber zurück zu jenem Aprilmorgen, Sonntagmorgen 1985. Stellen Sie sich also vor, wer kennt Dubrovnik? Einige von Ihnen? Es ist keine Schande, wenn Sie Dubrovnik kennen. Wenn Sie es nicht kennen, sollten Sie es kennenlernen. Also wir gehen auf Stradun. Das waren eine Reihe von Namen, die heute zum Teil bekannt geworden sind, aber damals nicht sehr bekannt waren. Also Friedrich Kittler zum Beispiel, sofort Zigaretten rauchend, Anton Kays, der schon damals an der University of California, Berkeley war, Karl-Heinz Bark, der damals zur Akademie der Wissenschaften der DDR gehörte, oder Brigitte Schlieben-Lange, die Linguistin in Tübingen war. Wir hatten 1981 ein Kolloquium organisiert zum Thema Wissenschaftsgeschichte, so eine Revision der Literaturwissenschaften und der Linguistik, dann ein Thema zum Epochenbegriff und dann, das war das Kolloquium 1985, zum Stilbegriff. Und wir wollten ein neues Thema finden und das war die Intuition jenes Sonntagmorgens, Materialität der Kommunikation. Die Definition, die uns dabei vorschwebte, war eine rein negative. Das steht auch auf dem Cover des STW-Bandes, der aus diesem Kolloquium hervorgegangen ist. Materialität der Kommunikation seien jene Elemente, die an der Genese von Sinn beteiligt seien, ohne selbst Sinn konstituiert zu sein. Das war die Definition. Aber was hat uns eigentlich getrieben? Warum war Materialität der Kommunikation so ein Hit für uns? Warum dachten wir, ja, das ist das Thema und haben dann sofort ein Slibowitz drauf getrunken am frühen Morgen. Das war einmal, und das hat mit Jugoslawien als Standort zu tun, und das ist für die Jüngeren von Ihnen sehr anekdotisch, die Hoffnung, dass wir mit dem Thema Materialität weiterhin es erwirken konnten, dass Kollegen aus den staatssozialistischen Ländern an unseren Kolloquien teilnehmen konnten. Das war Dubrovnik, das ging nur in Jugoslawien, dass man mit westlichem Geld ein Kolloquium finanzieren konnte und organisieren konnte, aber dass Länder wie Ungarn, Polen, selbst die Sowjetunion oder die DDR keine politische Möglichkeit hatten, den Kollegen, die man einlud, zu verbieten, nach Dubrovnik zu kommen. Da haben wir gedacht, also wenn wir sagen, Materialität der Kommunikation, wenn man das so mit Staatssozialismus assoziieren kann, das ist sehr sexy für die Verwalter im Staatssozialismus. Das war eine Motivation. Die andere Motivation war wahrscheinlich eine generational-ödipale. Das war zumindest für Friedrich Kittler und für mich der antihermeneutische Affekt.
wenn man das in Heidelberg denn so sagen darf. Also wir wollten eben was anderes machen. Wir wussten nicht genau, was wir machen wollten, aber wir wollten etwas anderes machen. Daraus ist, wie gesagt, ein dicker Band entstanden, Materialität der Kommunikation, herausgegeben von meinem Kollegen und Freund Ludwig Pfeiffer und von mir bei Suhrkamp, damals, der einigen Erfolg gehabt hat, der dann in etwas gekürzter Fassung 1993 in englischer Version bei der Stanford University Press erschienen ist. Und einige wohlgeneigte Wissenschaftshistoriker sagen heute, dass dieser Band einer von vielen Impulsen für diesen deutschen Sonderweg der Medienwissenschaft, der Mediengeschichte geworden sind. Also wenn Geschichten der Mediengeschichte oder der Medienwissenschaften liest, wird der Band meistens erwähnt. Ob das berechtigt ist und ob man darauf stolz sein soll, ist noch einmal eine ganz andere Frage. Aber so ist er sozusagen von der Wissenschaftsgeschichte absorbiert worden. Für mich war die Eingangsintuition eigentlich für die Annahme dieser Gastprofessur, also die Vermutung, ich könnte etwas Interessantes sagen, und dass es auch für mich intellektuell lohnend sein würde, das Gefühl, dass es für den Sonderforschungsbereich interessant sein könnte, und nun aus systematischen Gründen, natürlich nicht aus historischen Gründen, für den Sonderforschungsbereich materielle Textkulturen interessant sein könnte, wenn man noch einmal auf diesen Moment zurückkommt, jetzt nicht mehr den Sonntagmorgen in Dubrovnik, sondern auf die Intuition der mittleren 80er Jahre, Materialität der Kommunikation zu thematisieren, diesen Moment verstehen zu können, warum war das ein Thema damals für uns, und vielleicht auch die Verschiebungen vermessen zu können, die sich epistemologisch, also in der Ordnung des Wissens, zwischen den mittleren 80er Jahren und heute vollzogen haben. Das verstehe ich, Titel der ersten Vorlesung, unter Epistemologie und Epistemologie-Geschichte, ein Verzeichnen, ein Vermessen der Veränderungen in der Ordnung des Wissens. Ja, die Frage ist also für heute vor allem, wie hat sich diese Faszination an Materialität und wie hat sich der Ort von Materialität in der Ordnung des Wissens seit 1985 bis heute verschoben? Was sind die Chancen des Sonderforschungsbereichs, diesen Begriff zu entfalten? Ich werde, und das sind die drei Aspekte dieser Vortragsreihe, am Montag aus einer anderen Perspektive, nicht aus einer epistemologiegeschichtlichen, sondern aus einer phänomenologischen Perspektive, weiter fragen. Denn ich werde die Frage stellen, wie diese epistemologischen Verschiebungen unser Denken über die Frage verändert hat, wie zeigen sich die Phänomene. Nicht? Also ich fasse Phänomen im etymologischen Sinn auf als das, was sich zeigt. Also wie hat sich unser Denken darüber verändert, darüber wird es am Montag in der Vorlesung gehen. Und schließlich werde ich abschließen am Donnerstag wieder von 18 bis 20 Uhr aus einer existenzialistischen Perspektive, so wenig modisch existenzialistisch noch klingen mag. Ich denke, eine Renaissance steht bevor. Nämlich, da möchte ich die Frage stellen, am Donnerstag nächster Woche, also in 8 Tagen, wie haben diese Verschiebungen in der Epistemologie und in der Phänomenalität von Materialität potenziell bestimmte Perspektiven im individuellen Leben, so verstehe ich Existenzialismus, verändert. Nun lassen Sie mich anschließen, das war nicht speziell für den Vortrag heute, sondern ich wollte Ihnen einen Aufriss der Vortragsreihe geben und sozusagen belegen, dass ich tatsächlich etwas Kohärentes im Sinn habe. Lassen Sie mich noch zu der Reihe einige werbende oder nicht werbende Kommentare anschließen. Zuerst, der Bezugspunkt wird immer, auch wenn das nicht immer explizit gemacht ist, der Rahmen der Geisteswissenschaften sein. Es geht immer um die drei Fragen innerhalb der Geisteswissenschaften und spezifisch der SFB 933. Es ist mir wirklich wichtig, nachdem organisatorisch alles so gut gegangen ist, um das Versprechen einzulösen, bestimmte oder noch nicht bekannte Diskussionen im SFB auszulösen. Zweitens ist naturgemäß das heutige Thema das Thema, das den weitesten Rahmen historisch und systematisch entwirft. Ich werde also einige Male und ganz bewusst in der zweiten und der dritten Vorlesung auf bestimmte Motive zurückkommen, die ich heute versuche zu entwickeln. Drittens muss ich noch einmal betonen, dass die Aufgabe, ja, die mir ja eigentlich nicht der SFB gestellt hat, denn das Thema durfte ich frei wählen für die Vorlesung, die ich mir selbst gestellt habe, eine unmögliche Aufgabe ist. Das ist eigentlich nicht zu schaffen, zumal für einen Literaturwissenschaftler,
also die Epistemologiegeschichte und die Entfaltung des Potenzials dieses Begriffs, dieser Faszination, Materialität zu leisten. Ich hoffe deswegen, meine Damen und Herren, und bisher habe ich so das Gefühl, Sie kennen das auch von Ihren Lehrveranstaltungen, wenn Sie das Gefühl haben, das Publikum folgt, das Seminar folgt, ich habe das Gefühl, Sie sind jetzt ganz gut angespannt und konzentriert, wenn ich das so sagen darf. Ich hoffe, das geht weiter so. Ich brauche Ihre Inspiration, ich brauche Ihre Fragen und ich möchte noch einmal betonen, was Herr Lieb schon gesagt hat, wenn Sie über den SFB oder auch direkt mir eine Mail schicken, ich kann natürlich nicht versprechen, wenn viele von Ihnen das tun, dass ich auf alles eingehe, aber obwohl ich ziemlich genau weiß, was ich am Montag reden möchte und was ich am Donnerstag reden möchte, das ist das, was ich jetzt reden möchte, aber vielleicht überzeugen Sie mich, dass einige Aspekte, die ich jetzt noch nicht integriert habe, interessant sein könnten und ich werde darauf eingehen. Schließlich möchte ich Ihnen, das tue ich immer, das abliefern, was das Menu, sagen meine Studenten in Silicon Valley, also die Gliederung des Vortrags heute sein wird. Nicht? Bisher habe ich Ihnen kurz 2 Minuten etwas über die Vortragsreihe erzählt. Der Vortrag heute wird 4 Teile haben. Ich beginne mit dem, was man Michel Foucault evozierend eine Archäologie des Begriffs Materie nennen könnte. Und da beziehe ich mich vor allem auf die klassische Antike, aber auch weniger explizit auf die mittelalterliche Philosophie. Der zweite Teil geht relativ kurz auf einen historischen Moment der Diskontinuität ein. Ich glaube, was den Begriff der Materie, und ich sage nicht nur, das ist keine Begriffsgeschichte eigentlich, den epistemologiegeschichtlichen Status von Materie angeht, vollzieht sich eine Veränderung, eine dramatische Verschiebung in der frühen Neuzeit, seit dem frühen 17. Jahrhundert. Das möchte ich im zweiten Teil kurz beschreiben, denn das ist eigentlich die Voraussetzung für die Perspektive, unter der die Faszination an Materie, an Materiellen, die Geisteswissenschaften trifft, und das ist der dritte Teil. Ich gehe davon aus, dass die Geisteswissenschaften in einem historisch relevanten, institutionalisierten Sinn nicht vor 1800 existieren. Ich weiß, dass sie offiziell erst im späten 19. Jahrhundert begründet sind. Und der dritte Teil meines Vortrags konzentriert sich genau auf diesen Moment um 1800 oder auf die Zeit, die ein ganz großer Heidelberger, ich glaube, ich schätze ihn noch mehr als die Durchschnittskanonisierung in Deutschland, nämlich Reinhard Koselleck, Sattelzeit genannt hat, also 1730, 1830. Darauf konzentriert sich 1780, 1830. Darauf konzentriert sich mein dritter Teil als Moment der historischen Emergenz der Geisteswissenschaft. Und da möchte ich Ihnen nun 2 Konfigurationen beschreiben, die, wie ich glaube, damals in Spannung standen. Einmal die Emergenz des historischen Weltbilds, das ist und wird institutionell zentral sein über das 19. und frühe 20. Jahrhundert für die Geisteswissenschaften, das historische Weltbild. Und am Rand, an der Peripherie des historischen Weltbilds, hierarchisch untergeordnet, aber manchmal wie Störfeuer eingreifen, möchte ich auch über einen Materialismus avant la lettre oder sans la lettre, müsste man sagen, einen Materialismus, der sich seiner selbst nicht bewusst ist, sprechen, einen Materialismus à la Denis Diderot. Ja, ich glaube, da gibt es immer wieder Interferenzen von dieser Seite, nicht unbedingt von Diderot, aber es ist eine bestimmte epistemologische Konfiguration. Eine Konfiguration, die Hegel faszinierte als das andere mit großem A seiner Philosophie. Hegel spricht sehr oft, also nach Index der Hegel-Gesamtausgabe ist Diderot einer der 5 am meisten genannten Autoren bei Hegel. Und das ist erstaunlich, weil man sich also keine größere Heteronomie als Diderot und Hegel vorstellen könnte. Und in 50% der Fälle, das habe ich nun, das ist der einzige empirische Moment dieses Vortrags, habe ich ausgezählt nach dem Index, wenn Hegel über Diderot redet, kommt der Begriff Prosa der Welt. Nicht? Deswegen nenne ich diese Konfiguration mit dem sehr, sehr schönen Ausdruck von Hegel Prosa der Welt. Das wird also da beschrieben. Und ich möchte abschließen mit einer These im Blick auf die Gegenwart. Und die These heißt ungefähr so, dass sich das historische Weltbild, was sich weiter reproduziert hat, und da liegt ja nichts Negatives, heute eigentlich nicht in unserer epistemologischen Situation in einem Konkurrenzverhältnis zu diesem Materialismus befindet, sondern in einem Verhältnis der Juxtaposition mit einem Chronotop, mit einer gesellschaftlichen Konstruktion von Zeitlichkeit,
die nicht identisch ist mit dieser Prosa der Welt im Diderotschen Sinn, aber die zumindest eine große Affinität aufweist. Das wird meine Schlussthese sein. Jetzt hatten wir schon Schwierigkeiten, Sie haben das gemerkt, Herr Liebhardt, etwas gezögert zu sagen, wie lange der Vortrag ist. Ich habe jetzt etwas Schwierigkeiten zu sagen, wie lange der Vortrag ist. Ich sage was, was ich öfter vor Vorträgen sage, vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört, aber es stimmt auch immer. Ich rede also immer von Karteikarten mit sehr klein geschriebenen Notizen, 4, 5, und dann hängt man eigentlich von ihrer Reaktion ab, von der Hermeneutik, sage ich jetzt einmal im positiven Sinn, ihrer Gesichter. Also wenn Sie mich so ansehen wie jetzt, dass es interessiert, dann werde ich etwas geschwätzig und der Vortrag wird länger. Wenn Sie mich aber mit versteinerten und frustrierten Gesichtern ansehen, ist es mir peinlich, ich rede schneller und lasse manches aus und der Vortrag wird kürzer. Also wie lange immer wird, die Verantwortung liegt 100% bei Ihnen und ich schätze mal, dass ich es in 40 Minuten oder so jetzt hinter sich habe. Okay, nun zum ersten Teil wirklich, Archäologie des Begriffs der Materie. Und in Amerika würde man sagen, ein typischer Deutscher, jetzt kommen noch einmal Vorbemerkungen, aber die sind jetzt ganz kurz, also zu dieser Archäologie von Materie. Materie steht natürlich, es gibt im Ritter, also im historischen Wörterbuch der Philosophie, nur einen Eintrag Materie, wenig überraschenderweise keinen Eintrag über Materialität. Materie steht natürlich in einem metonymischen Verhältnis, in einem Verhältnis der semantischen Kontiguität zum Zentralbegriff des SFB, Materialität, materiale Textkultur. Man könnte vielleicht sagen, wenn wir sagen Materialität, das ist ja die Affinität unseres Dubrovnik-Morgens mit diesem Sonderforschungsbereich. Wenn man sagt Materialität, dann spricht man über etwas, was selbst vielleicht nicht Materie ist, aber Materie sozusagen als Horizont, als Konnotation voraussetzt. Also das ist wichtig an einer Stelle zu sagen, ich gehe nicht davon aus, dass Materie und Materialität identisch sein, aber dass alles, was man über Materie archäologisch herausfinden kann, begriffsgeschichtlich, für Materialität eine Relevanz hat. Zweitens hat mich sehr interessiert und überrascht, nicht, dass die ursprüngliche Bedeutung von Materie Holz ist, das wusste selbst ein so wenig gebildeter Mensch wie ich, sondern dass die Hauptbedeutung Nutzholz ist. Und das bedeutet also, dass eine Materie, eine rohe Materie wie das Holz, schon immer im Hinblick auf eine Bestimmung gedacht wird. Und dieses im Hinblick auf eine Bestimmung denken, das war für mich eine der Überraschungen, als ich mich jetzt für diesen Vortrag zum ersten Mal intensiv mit dieser Geschichte beschäftigt habe, die scheint sich durch das Thema Materie, Materialität durchzuziehen. Also es ist nie nur die prima Materie, nie nur das, was vorausgesetzt ist, schon immer im Hinblick auf eine Beziehung. Als Begriff in der Antike ist Materie zentral geworden, sowohl für die Präsokratiker als auch für die aristotelische Tradition. Materie, um einen Präsokratiker Parmenides zu zitieren, ist das, aus dem alles entstanden ist. Nicht weniger als das. Das, aus dem alles entstanden ist. Und weil man ja schon immer in einer Welt des Entstandenen lebt, ist es von Beginn her ein Thema, dass die Materie epistemologisch problematisch ist. Nicht? Man spricht aus einer Welt, in der alles entstanden ist, über die Voraussetzung dessen, über eine prima Materie, also man hat damals nicht epistemologisch gesagt, aber es gibt selbst bei den Vorsokratikern, also sehr früh, immer schon epistemologische Bemerkungen, dass die Materie sehr schwer zu erfassen ist, wie man auf Englisch sagen würde, it is a slippery topic. Unter dieser Fragestellung, was ist es, aus dem alles entstanden ist, entfalten sich nun zwischen den Vorsokratikern und der mittelalterlichen Philosophie drei Themenbereiche, drei Problembereiche. Das ist nicht kanonisch in der Philosophiegeschichte. Das war der Eindruck meiner Lektüren, die mir nicht mehr Zeit genommen haben, sondern die mich viel mehr fasziniert haben, als ich erwartet habe. Lassen Sie mich also meinen Eindruck von diesen drei Themen, die sehr früh auf der Agenda stehen, mit Materie geben. Da gibt es zum Ersten die Diskussion über das Verhältnis von Materie als prima Materia, als primärer Stoff und einer Bestimmung, auf die sie hinaus soll. Also das ist das Verhältnis zwischen Materie und einem Telos. Es ist die Unterscheidung, die, wie Sie wissen, für Aristoteles auch in der Rezeptionsgeschichte so zentral ist, zwischen Substanz
Und ich setze Substanz nicht als Synonym mit Materie, aber da gibt es natürlich auch eine semantische Kontiguität zwischen Substanz und Form. Form wäre dann die Bestimmung. Zweitens gibt es eine Diskussion über die Frage, wie muss Materie, und Sie werden gleich sehen, ich würde in diesem Fall Materie verstehen als ein Pluralitantum, wie muss Materie beschaffen sein, um ihre jeweilige Bestimmung erfüllen zu können? Also wie muss zum Beispiel Erz beschaffen sein, damit aus Erz eine Statue entstehen kann? Ja, was müssen die Voraussetzungen sein? Diese zweite Frage lenkt den Blick offenbar auf die Innenstruktur der Materie. Sie führt zu Spekulationen über Urelemente, sie führt zum Atomismus. Also es gibt eine nicht überraschende Kontiguität, Verkapseltheit zwischen Atomismus, atomistischen Reflexionen und der Reflexion über Materie. Aber auch zu der Frage, wenn man einmal solche Urelemente, Atome zum Beispiel, identifiziert hat, was sind ihre typischen Konfigurationen? Gibt es also Konfigurationen von Atomen, die sich besonders für Erz und besonders für Statuen oder besonders für Möbel und so weiter eignen? Der dritte Diskussionsbereich, wobei das etwas anachronistisch klingt, Diskussionsbereich, der dritte Bereich der philosophischen Spannung vielleicht, ist eine Unterscheidung, ist getragen von einer Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Materie. Aktive und passive Materie scheint eine zentrale Faszination dieser Gespräche, dieser Schriften zu sein. Auf der einen Seite kann Materie als das gelten, was sich der Form widersetzt, assoziiert mit Trägheit, nicht im modernen Sinn der Physik, aber assoziiert also eine lazy matter, würde man sozusagen metaphorisch auf Englisch sagen, dass sich der Form widersetzt, sich aber endlich eine Form aufprägen lässt. Nicht diese Spannung zwischen einer Materie, die sich der Form widersetzt und eine Form aufprägen lässt, führt zu einem dualistischen Ausgangspunkt der Philosophie und führt zu einer, das könnte man fast zu Hause in Stanford nicht sagen, wenn man sofort genderpolitically angegriffen würde, aber ich denke, Sie verstehen mich, führt zu einer weiblichen Konnotation von Materie. Davon ist ja auch viel geredet worden. Dass dem etwas eine Form letztlich gegen Widerstand oder nicht Widerstand eingeprägt wird. Auf der anderen Seite, und um diese Unterscheidung geht es, gibt es auch einen Begriff von Materie, der voraussetzt, dass die Bewegung der Materie bereits inhärent ist. Es gibt keine Materie ohne inhärente Energie. Darauf wird Leibniz zum Beispiel zurückkommen. Das führt zu einem monistischen Ausgangspunkt. Und zu Fragen, die wir heute Fragen der Emergenz nennen würden. Nicht? Wenn Materie schon immer Bewegung inheriert, dann kommt es spontan sozusagen zu Bewegungen, zu Fragen, zu Phänomenen der Emergenz. Generell könnte man sagen, und das war für mich eine Überraschung, ich hoffe, es ist für einige von Ihnen auch eine Überraschung, scheint Materie einen ganz zentralen Schauplatz der Antiken und auch der mittelalterlichen Philosophie zu markieren, wenn die mittelalterliche Philosophie nicht umkippt, und das meine ich gar nicht im Negativen, sie nicht oszilliert mit Theologie. Und als ein Hauptschauplatz, und das scheint mir historisch nicht überraschend und typisch zu sein, als ein Hauptschauplatz der antiken philosophischen intellektuellen Spannungen und auch der des Mittelalters, lässt dieser Schauplatz eine Vielfalt von Problemen ungelöst zurück. Das sage ich nicht als Kritik natürlich, also wer bin ich, um Aristoteles zu kritisieren, sondern als Chance für den SFB. Ich denke, es gibt eine Menge offener, interessanter Probleme, die auch für uns systematisch interessant sind, auf dieser Baustelle der antiken Diskussionen über Materie, zum Beispiel das nicht bestimmte Verhältnis zwischen Materie und Substanz. Ich finde, das ist ein absolut interessantes, systematisches Thema, auch heute ist, man könnte ja tendenziell sagen, dass Substanz der abstraktere Begriff ist, sozusagen immer die Voraussetzung, während in dem Moment, wo der Begriff Materie statt Substanz ins Spiel kommt, schon immer auf ein Telos hingedacht wird, nicht auf eine Bestimmung eher, auf ein Telos ist neuzeitlich mitverständlich, also was kann die Materie werden, was soll die Materie werden. So viel, und ich sehe mal Jürgen Schwind und Melanie Möller vor mir und das macht es ganz schwierig für mich, über Antikes zu reden. Also ich meine, was ich alles falsch machen kann, wenn ich das tue. Ja, jetzt habe ich wollte diese Absolution von dir, Melanie, vielen Dank. Jetzt komme ich also zum zweiten Teil, wo ich mich immer noch nicht sehr stark fühle, aber etwas besser.
Das wäre dieser Moment der Diskontinuität in der Philosophie der frühen Neuzeit. Also ich glaube, dass sich da etwas ganz Zentrales verschiebt. Und wenn ich frühe Neuzeit, das ist ja ein sehr vager Epochenbegriff, sage, dann beziehe ich mich auf das frühe 17. Jahrhundert und auf die Zeit bis zum mittleren 18. Jahrhundert, also Diderot, auf den ich später eingehen werde, würde ich nicht mehr unter früher Neuzeit schaffen. Was ist die Bewegung zwischen der mittelalterlichen Philosophie und der frühneuzeitlichen Philosophie im Hauptstrom des westlichen, des europäischen Denkens? Das ist natürlich eine wachsende Konzentration auf den Menschen und auf das Bewusstsein. Nicht? Das macht man sich selten klar. Das war in der antiken Philosophie und in der Philosophie des Mittelalters weit weniger selbstverständlich, als wir das heute immer voraussetzen. An dieser Stelle ist der Eintrag Materie im Ritter sehr nützlich, fand ich. Er gibt 6 Haupttendenzen der neuzeitlichen, frühneuzeitlichen Reflexion über Materie an, von denen ich Ihnen 4 zum Besten geben will. Ich finde, die Differenzierung geht etwas zu weit, aber es ist ganz interessant. Es gibt erstens, also ich zitiere jetzt nicht wörtlich, aber ich gebrauche also diese Unterscheidung, die dort vorgeschlagen wird. Es gibt erstens eine Fortführung der monistischen Tendenz, die voraussetzt, dass Materie der Bewegung, dass Bewegung der Materie inhärent ist, und daraus entwickelt sich das, was man neuzeitlich Materialismus nennt. Neuzeitlichen Materialismus, der erste große Name ist der Franzose Gassendi, den ich Ihnen nicht unbedingt als ersprießliche philosophische Lektüre vorschlagen möchte, soll man ja auch sagen, wenn man viel gelesen hat für einen Vortrag, aber das ist so der kanonische Name. An der Stelle, also es gibt einen modernen Materialismus, der sich unterscheidet vom Materialismus der antiken Philosophie, der sich auch selbst Materialismus nennt. Und es ist wichtig zu bemerken, der ist sozusagen von vornherein, ich will nicht sagen aggressiv marginalisiert oder reprimiert, aber der steht am Horizont der zentralen philosophischen Diskussionen im 17. Jahrhundert. Es gibt zweitens, ausgehend sozusagen und im Rückgriff auf antike Unterscheidungen, frühneuzeitlich, eine Konzentration auf die detaillierte Beschreibung von Qualitäten und von Verhaltensformen der Materie. Und diese detaillierte Beschreibung wird in dem Maß, wie die Neuzeit chronologisch fortschreitet, immer mathematischer. Das ist natürlich die moderne Naturwissenschaft und die Philosophie der modernen Naturwissenschaft, die durchaus zurückgreift auf diese Faszination der Antike durch Materie. Es gibt drittens eine Phänomenalisierung des Themas. Materie wird da gesehen als das, was das Erscheinen der Phänomene, die sinnliche Wahrnehmung ermöglicht. Und das bedeutet, und das hat es antik, glaube ich, nicht gegeben, dass jetzt Materie vom Subjekt, vom Menschen ausgedacht wird. Nicht? Das genau ist der Begriff von Phänomenalität, Phänomenologie, den ich in der Vorlesung am Montag zugrunde legen möchte. Also wie trägt Materie, wie trägt Materialis zur Wahrnehmbarkeit der Phänomene bei? Das ist nicht alles, was ich entwickeln möchte, aber das wäre die Perspektive und der Ausgangspunkt am Montag. Und schließlich, so erfährt man bei Ritter, gibt es auch eine Tendenz in der neuzeitlichen Philosophie, Materie herabzustufen zu einer bloßen Voraussetzung der Phänomene. Es gibt dann eine Tendenz zur Einklammerung oder zur Eliminierung des Themas Materie. Materie ist das, das ist ja ein Leitmotiv epistemologisch gesehen, das, was sich auch der Wahrnehmung entzieht, was sich sowieso der Begrifflichkeit entzieht. Es ist sprichwörtlich ineffabile, aber kann so Gegenstand der Begierde werden. Gerade weil es nicht fassbar ist, gibt es sozusagen eine Faszination, die nicht nur eine begriffliche, eine intellektuelle ist. Das wäre ein Ansatz zu der existenziellen, existenzialistischen Perspektive, über die ich in der dritten Vorlesung morgen in einer Woche sprechen möchte. Lassen Sie mich, bevor ich zum Beginn der Geisteswissenschaften komme, zu meinem dritten Teil, das, was ich jetzt gesagt habe, noch mit einigen Beispielen, mit einigen Referenzen aus dem 17. und dem frühen 18. Jahrhundert erläutern. Gassendi, das habe ich schon gesagt, und auf einem etwas interessanteren Niveau vielleicht Helvétius, der Freund von Diderot, Holbach, ein anderer Freund von Diderot. Diderot selbst
stünden für diesen Materialismus der frühen Neuzeit, nicht? Also Diderot wäre ein später Ausläufer, Materialismus der frühen Neuzeit, der sich auch selbst als Materialismus versteht und der sich selbst Materialismus nennt, der sich einer gewissen Marginalität bewusst ist. Also wenn man heute marginal sagt, dann denkt man immer schon an Opfer, das kann ja auch eine ganz attraktive Position sein, nicht? Also Diderot war sich, glaube ich, klar, ich muss einer der wenigen Leute sein, weil ich ein Buch schreibe, der die 16 Bände Korrespondenz gelesen hat, dass Diderot solche Positionen genossen hat, also gerade nicht im Zentrum zu stehen, also Herausgeber der Enzyklopädie zu sein, that was not his pot of tea normally, ja? Also er hat lieber sozusagen, war lieber überraschend, und als Materialist konnte man sozusagen überraschend sein. Aber wie steht es, das ist ja auf eine Weise der andere Pol, nicht der Antagonist dieser Tradition, wie steht es bei Descartes, dem wir, meine ich, eine Ontologie des Bewusstseins verdanken? Was ist der Stellenwert der Materie bei Descartes? Der Stellenwert der Materie bei Descartes ist, dass Materialität das Wesen der Dinge ist. Materialität ist bei Descartes assoziiert mit Räumlichkeit, mit Ausdehnung. Also Materialität wäre das, was res extensa, das ist das andere des Cogito, des Bewusstseins, schon immer inhärent ist. Ganz ähnlich wird Materialität bei Leibniz zu einer Voraussetzung der Philosophie, aber unter anderen Voraussetzungen, also nicht mit einer Assoziation mit Räumlichkeit. Bei Leibniz ist Materialität, Materie, primär eine Kraft, und es ist jene Kraft, auch das wäre, meine ich, ein interessantes, heute zu entfaltendes Phänomen, jene Kraft, in der die Passivität der Materie mit der Aktivität der Materie verbunden ist. Also Leibniz bringt ganz bewusst im Rückgriff auf die Antike diese beiden, aktive Materie, passive Materie, diese beiden Interpretationsweisen zusammen und nennt das eine Kraft, die man voraussetzen muss, wenn man über Monaden, über die Welt spricht. Die Position Hegels auf einer höheren Komplexitätsebene, würde ich hoffentlich nicht chauvinistisch sagen, aber ich bin ja kein Deutscher mehr. Die Position Hegels ähnelt der Position Descartes. Auch hier gibt es, wenn von Materie die Rede ist, und das ist selten genug der Fall, eine Assoziation mit dem Raum. Materie ist das, was den Übergang von Idealität zu Realität ermöglicht. Materie ist das, sagt Hegel in der im eigenen Dialektik, was die Zeit negiert, was der Zeit widersteht, der zentralen Dimension der hegelschen Philosophie. Und das setzt sich durchaus in der marxistischen Tradition fort, wobei man ja zuerst mal, das ist in allen klarstellen muss, dass der marxistische Begriff des Materialismus absolut mit dieser Tradition nichts zu tun hat. Marx bezieht sich auf Produktionsumstände. Und das war historisch wichtig für uns alle, das hat Konsequenzen gehabt, vielleicht keine andere Begriffsverschiebung, aber es hat nichts zu tun mit dieser Tradition von Materialität. Es ist sozusagen, fällt historisch gesehen in die Phase der Emergenz, der Faszination des Sozialen, Vorgeschichte der Soziologie, während, und das war für mich überraschend, also Engels sich durchaus zur Materialismus äußert und überraschenderweise, interessanterweise sagt, Materialismus ist immer das Ergebnis einer schlechten Abstraktion über dem Konkreten. Ja, man soll das Wort Materialismus nicht gebrauchen, wenn man sich dann nicht auf Singuläres konzentriert. Während bei Lenin wiederum das Wort positiv und fast in einer kartesianischen Weise auftaucht, bei Lenin heißt es, Materialität ist jene Objektivität, die wir voraussetzen müssen, um denken zu können. Nicht? Das wäre, wenn Sie wollen, ein Anschluss an sehr frühe präsokratische Position, wahrscheinlich nicht bewusst bei Lenin, aber es ist das, was man voraussetzen muss, eine Objektivität, die man voraussetzen muss, um denken zu können, die man aber nicht erfassen kann und auch nicht erfassen muss. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, dass es einen intensiven Nachhall der antiken Unterscheidungen und Kategorien gibt, in der frühneuzeitlichen Philosophie. Ich glaube, dass es hier für den SFB eine Menge Chancen der Begriffsentfaltung, dass hier eine Menge der Chancen der Begriffsentfaltung liegen. Aber zentral scheint mir der Punkt zu sein, und das ist die große Verschiebung, ein Konvergenzpunkt, ein Fluchtpunkt der neuzeitlichen Reflexionen, dass für das, was zentral wird, Philosophie des Bewusstseins,
in der westlichen Philosophie seit dem 17. Jahrhundert. Materie, das ist, was man voraussetzen muss, um denken zu können. Und das heißt, um sich auf das Bewusstsein konzentrieren zu können. Und diese Position, es ist das, was man voraussetzen muss und dann einklammern kann, um sich auf das Bewusstsein philosophisch zu konzentrieren, das ist die Position, meine ich, in der Materie, Materialismus, Materialität die frühen emergierenden Geisteswissenschaften trifft. Und damit komme ich zum dritten Punkt meines Vortrags. Also frühe Geschichte der Geisteswissenschaften um 1800 und Verhältnis zum Materialismus jener Zeit. Ich will nochmal bemerken, das habe ich schon gesagt, dass mir schon klar ist, dass institutionell gesehen Dilthey und so weiter die Geisteswissenschaften als ein Cluster, wie Dilthey sicher gesagt hätte, wenn ihm das Wort zuhanden gewesen wäre, als ein Cluster erst im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Aber ich denke, dass ihre Geschichte, die Geschichte unserer Disziplinen eben im frühen 19. Jahrhundert einsetzt. Das ist in dem besten Buch zu diesem Thema, das mir bekannt ist, dem großen Klassiker Lemoyle-Chose. Man sagt ja selten den Untertitel, Une archéologie des sciences humaines. Bei Foucault ganz klar, da gibt es eine dieser berühmten, ich finde es mir etwas lächerlich, Rupture. Ich hatte einen brasilianischen Doktoranden, der immer also ins Jodeln ausbringt, so Rupture. Ich weiß, also als sei das ein Zentralmotiv der Foucault'schen Philosophie. Aber es gibt ja in Lemoyle-Chose genau in der Mitte diese Rupture, also eine Diskontinuität. Die Sciences Humaines beginnen im frühen 19. Jahrhundert, beschrieben bei Foucault, als die erste epistemologische Konfiguration, in der der Mensch zugleich Subjekt und Gegenstand der Beobachtung ist. Was ich im Folgenden sage, sind einige Motive, über die ich mich, wie man akademisch in Deutschland sagt, schriftlich schon geäußert habe, von dem einiges schon vorkam in dem Eröffnungsvortrag hier im SFB vor 2 Jahren. Dafür muss ich mich entschuldigen, aber es ist wahrscheinlich das Symptom eines präsenilen Hirns, dass mir nicht für jeden Vortrag eine vollkommen neue Epistemologie einfällt. Das wäre ja auch nicht irgendwie vertrauenserweckend. Aber ich möchte auch nicht, Sie werden sehen, es gibt schon einiges Neues in diesem Teil. Meine erste These heißt, entscheidend für die Emergenz der Geisteswissenschaften im frühen 19. Jahrhundert ist die Emergenz des historischen Weltbilds, und ich werde für Weltbild öfter nicht im Sinn von Bakhtin chronotop sagen, in der Sattelzeit 1780 bis 1830. Ausgangspunkt für diese These, wenn ich sie historisch entwickle, das kann man mit einem Luhmannschen Begriff ganz gut fassen, ist eine Komplexitätssteigerung in dem Sinn, dass das kartesianische Subjekt als ein Beobachter erster Ordnung im Luhmannschen Sinn zu einem Beobachter zweiter Ordnung wird, das heißt zu einem Beobachter, der sich habituell, und habituell ist wichtig hier, im Akt der Weltbeobachtung selbst beobachtet. Und wenn Sie mich jetzt fragen, historisch konkretisiert, wo und wann passiert das, ich denke, das sind die Philosophen, nicht nur die französischen des späten 18. Jahrhunderts. Ich glaube, dass am Ende der Aufklärung die Selbstbeobachtung im Akt der Weltbeobachtung, denken Sie etwa an Rousseau, aber auch an Diderot, habituell wird. Mit diesem Schritt vom Beobachter zweiter zu Beobachter erster zum Beobachter zweiter Ordnung, als habitualisierten, institutionell werdenden Schritt, stellen sich 2 Entdeckungen ein, die man, wenn ich die Zeit hätte, aber das würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, sehr gut, also für die 70er, 80er, 90er Jahre des 18. Jahrhunderts dokumentieren kann. Einmal ist einem Beobachter zweiter Ordnung klar, dass das Ergebnis seiner Beobachtung, die Repräsentation, das Wissenselement, was aus seiner Beobachtung hervorgeht, jeweils von einer Perspektive abhängig ist. Und weil der Beobachterin zweiter Ordnung auch klar ist, dass es eine Unendlichkeit von Perspektiven gibt, kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass es für jeden Referenzgegenstand eine potenzielle Unendlichkeit der Repräsentationen gibt. Das führt, und für die Germanisten sage ich, ich denke, das ist der Grund der Kant-Krise bei Kleist zum Beispiel, biografisches Faktum, das führt zu einem epistemologischen Horrorvakuum am Ende des 18. Jahrhunderts. Zu der Angst, ausgelöst von der Multiplizität der möglichen Repräsentationen, dass es einen selbstidentischen Gegenstand nicht mehr geben kann. Ich beziehe mich auf dieses Problem, wie es hervorgeht aus der Beobachtung zweiter Ordnung, abkürzend als Perspektivismus.
Das zweite Problem, was man sozusagen gegen den Strich des Kartesianismus als Beobachter zweiter Ordnung entdeckt, ist ein Problem, das entsteht aus einer Konkurrenz zwischen zwei Modi der Weltaneignung. Es gibt den, könnten wir heute sagen und prädizieren, kartesianischen Modus der Weltaneignung, Weltaneignung durch Begriffe, das, was wir in der phänomenologischen Tradition tendenziell Erfahrung nennen. Und es gibt die Weltaneignung durch die Sinne, das, was man tendenziell in dieser Tradition Wahrnehmung nennt. Und damit kommt die Frage auf, gibt es eine Möglichkeit der Kompatibilisierung zwischen Wahrnehmung und Erfahrung? Das, denke ich, sind die beiden zentralen Probleme, die sich epistemologisch am Ende des 18. Jahrhunderts stellen. Beide Probleme finden sehr schnell sehr erfolgreiche Lösungen. Das zweite Problem, das Problem der Kompatibilisierung zwischen Wahrnehmung und Erfahrung, wird gelöst durch Einklammerung des Problems. Ich denke, das Problem kommt gute 1,5 Jahrhunderte kaum vor. Es kommt zum Beispiel wieder in der Relativitätstheorie bei Einstein vor, aber es ist philosophisch eingeklammert. In dem Sinne, es wird vorausgesetzt, dass es Materialität, dass es sinnliche Erfahrung gibt, aber sie ist sozusagen nicht thematisierbar. Das zweite Problem, das Problem des Perspektivismus, findet eine überaus erfolgreiche Lösung, und zwar durch eine Umstellung von einer spiegelartigen, punktspiegelartigen Modus der Epistemologie. Jeder Gegenstand muss eine kanonische Beschreibung haben, zu einer narrativen epistemologischen Dominanz. Das heißt, für jeden Gegenstand ist eine Geschichte zu erzählen. Seit jener Zeit, seit dem frühen 19. Jahrhundert, muss man die Geschichte der Stadt Heidelberg erzählen oder der Universität, wenn man gefragt wird, was ist die Universität Heidelberg. Man muss aber auch eine evolutionspragmatische Geschichte erzählen, wenn man gefragt wird, was ist ein Schäferhund. Ich denke bei Schäferhunden immer an Adolf Hitler und Blondie, aber das muss man sozusagen evolutionsgeschichtlich rauslassen. Und wenn man gefragt wird oder sich selbst fragt, was ist der Geist, dann muss man der junge Hegel sein und die Phänomenologie des Geistes schreiben können, die, wenn Sie das Buch gelesen haben, gute Prüfungsfrage, erzählen Sie mal die Geschichte von Phänomenologie des Geistes. Eine Narration ist eine sehr komplexe Narration. Warum glaube ich, dass eine Narration, dass diese Umstellung epistemologisch eine Lösung des Problems ist? Ich glaube das, weil Narrationen geeignet sind, die Vielfalt der Repräsentation zu absorbieren, in eine Ordnung zu bringen, sich dann als eine notwendige Ordnung, Geschichtsgesetze auf der geschichtsphilosophischen Seite, Gesetze der Entwicklung auf der darwinistischen Seite verkauft. Das wird die Grundlage bis 1830 für das, was sich dann etabliert als historisches Weltbild, und zu dessen Historisierung hat niemand mehr beigetragen als Reinhard Koselleck. Das ist mich nur erinnern, wie er das historische Weltbild beschreibt. Es ist jener Chronotop, sage ich, in dem wir den Eindruck haben, wir lassen die Vergangenheit immer hinter uns, und je mehr wir sie hinter uns lassen, desto mehr fällt ihr Orientierungswert. Es ist zweitens jener Chronotop, in dem wir glauben, dass wir in jedem Moment in eine offene Zukunft eintreten, die uns die Möglichkeit der Wahl offen stellt. Wir können aus den Möglichkeiten der Zukunft auswählen. Es ist drittens jener Chronotop, in dem zwischen jener Vergangenheit, die wir hinter sich lassen, und jener Zukunft, die ein offener Horizont von Möglichkeiten ist, die Gegenwart, um Baudelaire von 1858 zu zitieren, Perte de la vie moderne, geschrumpft ist zu einem nicht mehr wahrnehmbar kurzen Moment des Übergangs. Und es ist viertens, möchte ich zu Koselleck hinzufügen, jener Chronotop, in dem diese kurze Gegenwart, Moment des Übergangs, zum Ort, zum epistemologischen Habitat der kartesianischen Selbstreferenz wird. Die kurze Gegenwart ist jener Ort, wo das Bewusstsein Erfahrungen der Vergangenheit an die Gegenwart anpassend auf dieser Basis aus den Möglichkeiten der Zukunft auswählt. Das ist genau der Begriff der Handlung. Der Webersche Handlungsbegriff, der, denke ich, modern im Zentrum unserer Weltreferenz steht. Diese Konfiguration ist am Ende der Sattelzeit, 1830, so erfolgreich, dass sie nicht mehr wie eine historische Variante, sondern wie Zeit an sich wirkt. Sie ist so erfolgreich, weil sie die Grundlage des Denkens über Geschichte und vor allem des geschichtsphilosophischen Denkens ist, weil sie aber zugleich die Grundlage des Evolutionismus ist. Darwin ist ohne diese Voraussetzung nicht zu denken.
Und sie ist, das muss man sich auch klar machen, jetzt sehe ich Jürgen Hirsch, ist Jochen Hirsch, sie ist die Grundlage, diese Form ist die Grundlage natürlich für Kapitalismus und Sozialismus. Beide sind ohne diesen Chronotop, ohne diese Historizität nicht zu denken. Also es kommt zu einem Grad der Institutionalisierung, der möglicherweise in der Neuzeit singulär ist. Das ist sozusagen der Rahmen, und den stelle ich nicht kritisch dar, der Rahmen, das historische Weltbild, unter dem die Geisteswissenschaften antreten. Meine zweite These, und das ist das Buch, an dem ich derzeit arbeite, und das Buch wird den Titel haben Prosa der Welt, in Anführungszeichen, Diderot, Goya, Lichtenberg und Mozart. Meine zweite These ist, dass am Rand, an der Peripherie des historischen Weltbilds sich ein Materialismus entfaltete, von dem Hegel fasziniert war, deswegen kann er von Diderot nicht ablassen, was primär eigentlich schwer zu verstehen ist. Und er nennt es Prosa der Welt, für den wir aber auch Belege bei Autoren und Künstlern, und nicht nur bei denen eben wie Diderot, Goya, da denke ich vor allem an die Capriccios, bei Lichtenberg in den Sudelbüchern oder bei Mozart in den berühmt-berüchtigten Briefen zum Beispiel, aber auch in den Opern finden. Lassen Sie mich versuchen, und das ist schwerer, weil das natürlich weniger bekannt ist als das historische Weltbild, aber dann kann ich ja sehen, ob das Buch also interessant sein kann. Ich schreibe es aber ohnehin fertig. Also lassen Sie mich versuchen, in vier Perspektiven diesen Materialismus, der kein Materialismus ist, der eine kohärente Theorie sein will, sondern es ist eher ein Feld des Denkens, eine Praxis des Denkens, ein Habitus des Denkens, vor allem im Blick auf Diderot zu beschreiben. Sie haben gesehen, der Historismus eliminiert Kontingenz, eliminiert Perspektivismus, das ist sozusagen zentral. Während sich in diesem Materialismus, und wir müssen sich die Anführungszeichen immer dazu denken, die Welt als ein Feld der Kontingenz präsentiert. Alles, was weder notwendig noch unmöglich ist, und wenig ist notwendig oder unmöglich bei Diderot, kann vielfach interpretiert werden, präsentiert sich aus einer Vielfalt der Perspektiven. Im Werk von Diderot ist dafür der beste Beleg Jacques le Fataliste, denn ich denke, der geheime Held von Jacques le Fataliste ist der Erzähler. Alles ist möglich, nicht? Der Erzähler fragt ständig den Leser, wie möchtest du gerne, dass ich die Geschichte weitererzähle? Ich könnte so. Ich könnte der Aristokrat, könnte dumm oder gut sein, ich kann dir alle Wünsche erfüllen. Es ist sozusagen alles möglich, alles ist polyperspektivisch, während, das sagt man nicht so gerne bis heute in Interpretationen, weil man immer dem Underdog den Zuschlag geben muss, der Dovi, wenn Sie, The Simpleton von Jacques le Fataliste ist natürlich Jacques, der immer wieder sagt, dass alles schon aufgeschrieben war, dass alles notwendig ist. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, dass Jacques der Hegelianer ist, aber das ist sozusagen der Geschichtsphilosoph, der Kontingenz nicht aushalten kann. Es gibt eine andere Version, also Jacques le Fataliste sozusagen wäre zentral, ein zentraler Beleg dafür, dass sich zum Beispiel bei Diderot die Welt als Feld der Kontingenz präsentiert. Wenn sich die Welt aber als ein Feld der Kontingenz präsentiert, dann ist das Urteil gefragt. Und zwar ein Urteil bezogen auf Singuläres, denn man muss ja aus dieser Polyperspektive immer auswählen, wie will ich jetzt dieses Ereignis sehen, wie möchte ich, dass der Erzähler von Jacques le Fataliste die Geschichte weitererzählt. Ich glaube, es ist diese Praxis des Urteils, nicht eine Theorie des Urteils, die Diderot zu dem Begründer, ich zitiere Michael Fried zum Beispiel, der modernen Kunstkritik gemacht hat. Nicht? In seinen Salons geht es über Urteile. Es gibt keine einzige theoretische Abhandlung des Salons. Die gehen immer über einzelne Gemälde, über einzelne Skulpturen und setzen immer voraus, dass es keinen induktiven oder deduktiven Weg, keinen Weg in Bezug auf kanonisierte Poetologien gibt, einzelne Bilder oder einzelne Skulpturen zu beurteilen. Das ist immer eine individuelle Entscheidung am singulären Fall. Aber Urteilskraft, das ist noch nie so gelesen worden, kommt auch als Frage auf in der berühmten Lettre sur les Aveugles, also dem Brief über die Blinden, wo Diderot ja davon ausgeht, dass auch Personen, er spricht über einen berühmten englischen Naturwissenschaftler und Philosophen, dass auch Personen, denen Einsehen fehlt, die zum Beispiel blind sind, sich ihr Weltbild zurechtlegen können und dass dieses Weltbild nur anders, aber nicht unbedingt unterlegen dem Weltbild einer Person ist, die alle fünf Sinne hat. Also es kommt sozusagen in der Lettre sur les Aveugles am Ende zu einer Pluralität der epistemologischen Möglichkeiten,
Und abschließend spricht Diderot davon, dann muss man auswählen. Und da kommt tatsächlich das Wort Jugement vor. Also erstens Kontingenz, zweitens Jugement im Zentrum. Und wieder, es ist keine Theorie, keine Philosophie des Urteils. Es ist eine Praxis des Urteils. Im Zentrum von Diderots Materialismus, wenn man ihn so nennen kann, steht eine eigenartige Ontologie des Sich-Zeigens der Phänomene. Diderot besteht, und dafür gibt es nur ein zu Zeiten seines Lebens nicht publiziertes Fragment, Fragment sur la matérialité et le mouvement, Diderot besteht auf die Inhärenz der Bewegung in der Materie. Das ist ein sehr schöner Text zu lesen. Er fängt damit an und sagt, so ist das, ich werde das jetzt beweisen. Und nach 10 Druckseiten sagt er, ich komme aber nicht hin mit dem Beweis, ich weiß aber trotzdem, dass es richtig ist. Und dann an dieser Stelle bricht der Text ab. Also er möchte, dass die Bewegung der Materie inhärent ist. Und die Intensität dieser Bewegung ist sozusagen ein ontologisches Grundprinzip. Im Rêve d'Alembert, in einer der theoretischen Passagen, sagt er, es gibt Statuen von Menschen, es gibt lebende Menschen. Und der Unterschied zwischen der Statue und dem lebenden Menschen ist kein scharfer Unterschied, sondern ein gradueller Unterschied. Das hängt von der Intensität der inhärenten Bewegung ab. Also bei der Statue ist diese bei der Materie der Statue ist die inhärente Bewegung sehr schwach und beim Menschen ist sie sehr hoch. Also etwas eigenartige Ontologie, aber das ist der Monismus, das ist die Monismus-Tradition, die in Materialität steckt. Schließlich, und das ist die existenzielle Perspektive dieses Materialismus, nicht nur bei Diderot, aber ich konzentriere mich hier bei Diderot, gibt es immer wieder indirekt eine Empfehlung, diese Intensität der Bewegung als Sinnlichkeit des Lebens zu nutzen und zu genießen. Also weil es jetzt doch schon ziemlich spät ist im Vortrag zur Entspannung, Sie haben natürlich alle Rêve d'Alembert gelesen, ich weiß, alle haben immer alles gelesen, aber zu Ihrer Erinnerung, für die wenigen, die sich nicht mehr erinnern, ich hatte das bis vor kurzem nicht gelesen, aber ich bin ja auch Professor of French, ich muss ja nicht. Also zur Erinnerung, Rêve d'Alembert, worum geht sozusagen die zentrale Geschichte? Also Diderots ehemaliger Kompagnon, die waren in den 70er Jahren, als Diderot den Text schrieb, etwas verfeindet. D'Alembert, der Mathematiker und Mitherausgeber der Enzyklopädie, denkt, wie viele Intellektuelle oder Philosoph des 18. Jahrhunderts, über die naturwissenschaftliche, das naturphilosophische Problem der Fusion zwischen Ei und Spermien nach. Und er tut das, wie man das im 18. Jahrhundert schon getan hat, vor allem als Mathematiker mit Mathematik. Dann überkommt ihn Le Rêve d'Alembert, ein böser oder gnadenvoller Fiebertraum. Und es wird wunderbar beschrieben in Diderots Prosa, wie sich in diesem Fiebertraum die mathematischen Spekulationen immer mehr übergehen, fließend und weich übergehen in erotische Faszinationen. Dann gibt es eine dritte Perspektive, das ist Madame Lespinasse, de Lespinasse, d'Alemberts Freundin, die ist besorgt über das Fieber und den Fiebertraum und die beschreibt zunächst ganz naiv, dass sich plötzlich in dem Bett eigenartige Bewegungen in der Decke abspielen, dann entsteht sowas wie ein Berg und dann kommt es zu einer fantastischen Ejakulation. Und Madame de Lespinasse ist etwas eifersüchtig, weil sie sagt dem Arzt, das ist der dritte im Gespräch, so gut, also to make a long story short, so gut ist das nie, wenn wir Sex haben. Ja? Es ist also der Punkt, die Pointe dieses Textes, glaube ich, ist ein Ausspielen der Möglichkeit der Sinnlichkeit. Also statt über die Fusion von Sperma und Ei nachzudenken, give sex a chance sozusagen, so könnte man den Rêve d'Alembert verstehen. Ein Text, der in ähnliche Richtung geht, ist Le Neveu de Rameau, der unsinnigerweise immer als Roman bezeichnet wird. Es ist kein Roman, es ist eine Beschreibung einer Situation. Also spielt in dem Palais Royal, wenn Sie das nicht wissen, hinter der Comédie Française, da hat die Aufklärung stattgefunden. Wenig Leute wissen, dass sie nach Paris gehen. Da hat wirklich die Aufklärung stattgefunden. Da waren die Cafés, wo man Schach spielte, wo man diskutierte. Da spielt der Text und die Gestalt ist so ähnlich wie bei Rêve d'Alembert, eine Fiktionalisierung einer historischen Gestalt. Den Neffen des berühmten Komponisten Rameau gab es in dem Status dessen, was man heute in San Francisco a homeless person nennen würde. Und der ist gegenübergestellt einem Moi. Das ist der etwas blutleere Philosoph. Man sagt immer, das ist Diderot. Ich glaube, so hat sich Diderot nicht selbst gesehen. Das ist eine Parodie auf den Philosophen. Was ist die Faszination von Rameau? Die Faszination von Rameau ist, dass er stinkt
und immer zu laut spricht. Die Faszination von Rameau ist, dass er keinerlei Moral hat. Er sagt, dass man seine Frau absolut zärtlich lieben muss, aber sie doch auch ab und an, wenn man Geld braucht, prostituieren soll. Und vor allem, und das fasziniert mich sehr, ist das Verhältnis von Rameau zur Welt ein Verhältnis der Materialität und der Verkörperung. Nicht? Wenn Rameau mit jemandem spricht, dann fällt er plötzlich in einen Rhythmus, wo er sich so bewegt, wie die Person, mit der er spricht. Das passiert dem Philosoph dauernd. Oder dass er in dem Ton spricht, wie der Philosoph. Oder er hört Vögeln und ahnt plötzlich Vogelstimmen nach. Ja? Also das ist dieses mimetisch-materiell-mimetische Verhältnis, das Verhältnis der Verkörperung zur Welt. Wenn Sie Le Neveu de Rameau nicht gelesen haben, mögen Sie ja denken, Very Low Life, das lese ich jetzt ganz bestimmt nicht. Da möchte ich doch dagegen halten, dass eben immerhin Hegel zum Beispiel von diesem Text absolut fasziniert war. Also die beiden Texte, von denen Hegel nicht ablassen kann, sind Jacques le Fataliste, das passt nicht ins Konzept, sozusagen diese Option der Kontingenz, und auf der anderen Seite Le Neveu de Rameau. Hegel kommt immer wieder darauf zurück. Und Sie kennen vielleicht auch die berühmte Geschichte, dass Goethe diesen Text las, der nur in Abschriften existierte. Also Diderot hat sich, nachdem er ein großes Stipendium von Katharina der Großen bekam, um Publikationen nicht mehr gekümmert. Und Goethe war so begeistert von dem Text, dass er noch in derselben Nacht in Weimar begann, den Text zu übersetzen. Und wenn es diese Übersetzung nicht gegeben hätte, hätten wir den Text heute nicht. Denn das Original ging verloren, sodass das ganze 19. Jahrhundert die Franzosen, auch die französischen Leser, auf eine Rückübersetzung der großartigen goethischen Übersetzung angewiesen waren. Dann in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts hat man das Original bei einem Bukinisten, muss man sich vorstellen. Das seht ihr heute nicht mehr, an der Seine gefunden. Letzter Teil, und ich verspreche, der wird kompakter wieder. Jetzt haben Sie mich zu freundlich angeschaut und ich bin etwas redselig geworden. Bezogen auf die Gegenwart. Es gibt die folgende These: Wenn ich versucht habe, im dritten Teil zu zeigen, dass das Verhältnis zwischen historischem Weltbild, institutioneller Rahmen für die Entstehung der Geisteswissenschaften und diesem Materialismus der Prosa der Welt ein hierarchisches Verhältnis ist oder doch ein Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie, dann, und das ist meine Schlussthese, möchte ich davon ausgehen, dass es heute kaum noch thematisiert, ein Verhältnis zwischen der Fortsetzung der Institutionalisierung des historischen Weltbilds im Zentrum nicht nur der Geisteswissenschaften einerseits und einer Konstruktion von Zeitlichkeit, einem Chronotop andererseits gibt, der an die Prosa der Welt erinnert. Ich behaupte nicht, dass es eine genealogische Kontinuität gibt, aber nicht dem historischen Weltbild untergeordnet ist. Also ich möchte in diesem letzten Teil beschreiben, für unsere Gegenwart, im Blick auf unsere Gegenwart und im Blick auf die Motivation des SFB, eine Juxtaposition zwischen dem historischen Weltbild, das immer noch im Zentrum der Geisteswissenschaften steht, und einer anderen Konstruktion von Zeitlichkeit, einem anderen Chronotop, der, denke ich, in unserer Alltagswelt sehr zentral geworden ist, ohne dass es zwischen diesen beiden eigentlich zu einer Spannung kommt. Aber lassen Sie mich beginnen, spätes 20. Jahrhundert, mit einem kurzen Blick auf einen Moment der vielen, vielen, vielen Krisen der Geisteswissenschaften und des historischen Weltbilds, die ja zweifellos den Geisteswissenschaften beim Überleben geholfen haben. Ich beziehe mich jetzt spezifisch auf das Jahr 1979, also Vorgeschichte unseres Sonntagmorgens in Dubrovnik, auf den ich jetzt zurückkommen möchte. 1979 war das Jahr der Veröffentlichung von zwei Büchern, die für die Geisteswissenschaften zentral wichtig wurden, nämlich Hayden White's Meta-History und Jean-François Lyotard's La Condition Postmoderne. Das zentrale Wort, das zentrale Stichwort, der zentrale Bezugspunkt der Kritik bei Lyotard ist die Grand Récit, the Master Narrative, die große Meistererzählung, denn Lyotard führt ein Argument ein, was man eigentlich seit der Emergenz des historischen Weltbilds hätte einfügen können. Man kann Lyotards Kritik so zusammenfassen: Narrativierung als epistemologisches Prinzip ist keine Lösung des Perspektivismus, weil man ja zu jedem Gegenstand auch eine Unendlichkeit von Geschichten erzählen kann. Also das Problem des Perspektivismus
ist so nicht absorbiert. Das heißt, der Perspektivismus, also ich übersetze das jetzt in meinen dritten Teil, der Perspektivismus ist durch die Narrativierung nicht aufgehoben. Das führt zu dieser Euphorie in den frühen 80er Jahren der Heterotopie, nicht auch so ein Wort wie Rupture, also das man so feierlich immer aussprechen musste damals, also Heterotopie ist was ganz Tolles, und führte zu dieser Euphorie des Neohistoricismus, des Neohistorismus, dass man jetzt eben zu jedem historischen Zusammenhang nur eine gute Geschichte erzählen musste. Das war juxtaponiert mit der Dominanz des Konstruktivismus. Es gibt potenziell eine Unendlichkeit von Weltkonstruktion und das war auch die Zeit, also ich glaube, dass es sozusagen epistemologiegeschichtlich einen signifikanten Zusammenhang gibt zwischen Konstruktivismus und Dekonstruktion, also Neohistorismus, Konstruktivismus, Dekonstruktion. Mein Punkt ist aber, und das ist nun die zentrale These, dass mit dieser Dominanz des Konstruktivismus, des späten Wittgenstein, des American Pragmatism à la Rorty, des Dekonstruktivismus, des Neohistorismus, die alle etwas anders sind, die ich aber meine, epistemologiegeschichtlich eine ähnliche Position haben, dass mit diesem Cluster, mit dieser Konfiguration das epistemologische Potenzial jener Zeit nicht ausgeschöpft war. Aus heutiger Perspektive, also rückblickend von 2014 auf die frühen 80er Jahre, glaube ich, zeichnet sich schon so etwas ab wie eine Sehnsucht nach epistemologischem Realismus. Eine Sehnsucht nach epistemologischem Realismus. Es kann doch nicht nur sich alles auflösen in einer Vielfalt der Konstruktionen. Vielleicht eine Sehnsucht nach epistemologischem Realismus im vollen Bewusstsein seiner Unmöglichkeit. So würde ich heute unsere Intuition, Materialität der Kommunikation bei allem Opportunismus politisch sehen. Und ich glaube, und das wird meine letzte These sein, dass es für diese Sehnsucht im vollen Bewusstsein der Unmöglichkeit nach epistemologischem Realismus einen epistemologiegeschichtlichen Kontext gibt, und das wäre nun dieser andere Chronotop, diese andere Konstruktion von Zeitlichkeit, die ich gerne den Chronotop der breiten Gegenwart nennen möchte, den ich Ihnen ganz kurz charakterisieren möchte, der, wie ich meine, für eine andere menschliche Selbstreferenz und mithin zumindest für diese Sehnsucht nach epistemologischem Realismus einen Ort hat. Meine These ist, und wenn Sie das noch nicht gehört oder gelesen haben, die Verkaufszahlen des Buchs Unsere breite Gegenwart bei Surkamp sprechen eher dafür, dass Sie es nicht gelesen haben. Meine These ist, dass in unserem Alltag, nicht, dass die meisten von uns auch Intellektuelle in zwei Chronotopen leben. Und ich beschreibe jetzt den Chronotop, von dem ich glaube, dass er für unseren Alltag zentral ist. Ich glaube, dass wir in unserem Alltag die Zukunft nicht mehr als einen offenen Horizont von Möglichkeiten ansehen, aus denen wir auswählen können, sondern unsere alltägliche Zukunft ist erfüllt von Bedrohungen, die auf uns zukommen, die wir sozusagen durch die Schärfe des Trennmüllverhaltens doch etwas herausschieben können, die uns aber definitiv erreichen werden. Wie Global Warming, wie die demografische Entwicklung, wie das Ende der Ressourcen und so weiter und so weiter. Ich bin in keiner Position zu sagen, das sei richtig so. Ich sage nur, dass das die heute im Alltag dominante Dimension ist, die Zukunft zu erleben. Ich denke, dass dies zweitens ein Chronotop ist, unser Alltagschronotop, in dem wir Vergangenheit nicht mehr hinter uns lassen, sondern denken Sie an die Kultur der Gedenktage in Deutschland, kein Tag, der kein Gedenktag ist, nicht nur in Deutschland, dass unsere Gegenwart überschwemmt ist von Pastness, von Vergangenheit. Das hat zum Teil nicht nur auch mit elektronischen Medien zu tun. Ich will mal einmal nicht mal NSA erwähnen, sondern das Faktum, also es ist in Silicon Valley die vorherrschende Meinung, dass keine E-Mail, die sie je schreiben, je definitiv vom Silicon gelöscht werden kann. Ja? Also wir behalten Vergangenheit in der Gegenwart viel mehr, als wir wollen. Das hat nichts mit historischer Kultur zu tun. Bloß wir können, selbst wenn wir wollen, Vergangenheit nicht unterlassen. Und zwischen jener blockierten Gegenwart, Drohungen, die auf uns zukommen, und dieser Vergangenheit, die die Gegenwart überschwemmt,
ist unsere Gegenwart nicht mehr ein nicht mehr wahrnehmbar kurzer Moment des Übergangs, wie 1858 Baudelaire, sondern ich glaube, wir leben in einer sich verbreiternden Gegenwart der Simultanitäten. Nicht? Simultanitäten auch wegen dieser Überschwemmung in der Vergangenheit. Wir können nichts hinter uns lassen. Alles ist in der Gegenwart gleich präsent und ich widerstehe der Versuchung, Ihnen hier Anekdoten zu erzählen. Und jetzt kommt der für mich entscheidende Punkt, die entscheidende Spekulation. Wenn man sagen konnte mit einiger historischer Evidenz, dass diese kurze Gegenwart, die Baudelaire'sche Gegenwart, die nicht wahrnehmbar kurze Gegenwart des Übergangs, assoziiert war mit einem kartesianischen Typ der Selbstreferenz. Und wenn wir alltäglich in einer Gegenwart leben, die eine sich verbreiternde Gegenwart der Simultanitäten ist, dass es möglicherweise mit dieser anderen Gegenwart zu tun hat, dass wir, und ich sehe das als eine Konvergenz, sowohl philosophisch als auch alltäglich, seit Jahrzehnten und immer leidenschaftlicher bemüht sind, das Soma, den Körper, wenn ein Geisteswissenschaftler sagen muss, kann auch Leib sagen, in unsere Selbstreferenz zurückzubringen. Und diesen Wunsch, die somatische Seite der Existenz zurückzubringen, die Selbstreferenz, das wäre für mich genau der Punkt, der erklärt, warum wir zugleich mit Konstruktivismus, zugleich mit Dekonstruktion, zugleich mit Pragmatismus immer auch heute eine Sehnsucht nach epistemologischem Realismus im vollen Bewusstsein der Unmöglichkeit haben. Jetzt haben Sie es fast geschafft, meine Damen und Herren. Ich schließe mit 5 kurzen Kommentaren zu der Beschreibung, die zum Teil auch Sie hoffentlich neugierig machen auf die nächste Vorlesung. Nicht 5 Kommentare, sondern 4 Kommentare. Sie kriegen es also um einen billiger. Sie könnten sich fragen und könnten mich fragen, welche Erklärung ich habe, mal vorausgesetzt, das sei gut beschrieben, für die Emergenz verschiedener Weltbilder oder für die Emergenz verschiedener Chronotopoi, wie ich es genannt habe. Lassen Sie mich so formulieren, immer wenn ich versuche, darüber nachzudenken, warum entsteht ein anderer Chronotop seit Mitte des 20. Jahrhunderts, komme ich nur auf Antworten, die absolut banal sind. Also wie das liebe Jesulein in dem berühmten Witz, nämlich das liebe Jesulein der deutschen Geisteswissenschaften ist höhere Umweltkomplexität. Ja, höhere Umweltkomplexität, also braucht man einen neuen Chronotop. Dann braucht man auch gleich gar nichts sagen, also ich habe keine Erklärung, ich habe keine Philosophie, ich habe keine Theorie, ich gehe nur davon aus, dass man historisch beschreiben kann, dass in bestimmten Momenten die Art und Weise zum Beispiel, nicht nur über Zeit nachzudenken, sondern Zeit als Form des Erlebens und Erfahrens vorauszusetzen, sich verändert. Zweitens, und das ist mir nun sehr wichtig, man würde ja wahrscheinlich generell historisch davon ausgehen, dass sich solche sozialen Konstruktionen von Zeitlichkeit, solche Weltbilder, solche Chronotopen, zumindest als dominante Chronotopen ablösen. Ich denke aber, es steckt in der Logik, wenn man es Logik nennen kann, des Chronotops der breiten Gegenwart, dass der Chronotop des historischen Weltbilds nicht abgelöst werden wird. Weil ja eben in der Logik dieser sich verbreitenden Gegenwart es steckt, dass nichts Vergangenes je verabschiedet wird, je abgestoßen wird. Wir leben also, könnte man sagen, und vielleicht ist deswegen das Thema nie vordergründig geworden, sozusagen in einer friedlichen Koexistenz der Chronotopen, also in einer friedlichen Koexistenz zwischen geschichtlichem Weltbild und epistemologischem Realismus, zwischen geschichtlichem Weltbild, Konstruktivismus auf der einen Seite und der Sehnsucht nach Realismus auf der anderen Seite. Ganz so friedlich nicht, denn ich denke, ich kann mir schwer eine Universität in der westlichen Welt vorstellen, wo man zum Beispiel in Geschichte promoviert würde, ohne doch sehr kanonisch das historische Weltbild vorauszusetzen. Aber es gibt ja immerhin Leute, die mit anderer Art und Weise Geschichte zu schreiben, Vergangenheit zu schreiben, Geschichte wäre schon immer mit dem historischen Weltbild assoziiert, experimentieren. Ich denke also, dass dieser Sonntagmorgen in Dubrovnik, diese Intuition, Materialität der Kommunikation zu thematisieren, ohne dass wir das damals so formuliert hätten, auch motiviert war,
vielleicht ein sehr früher Fall war von dieser Sehnsucht nach epistemologischem Realismus. Und ich will nochmal betonen, ich unterschreibe keinen Scheck darauf, dass das philosophisch koscher zu machen ist. Aber es gibt sozusagen gegenläufig zum Pragmatismus, gegenläufig zu den Konstruktivismen, eine solche Sehnsucht, ein solches Bedürfnis und eine solche Attraktivität und Faszination von Themen wie materielle Textkulturen. Ich denke auch und abschließend, dass diese Juxtaposition vielleicht die grundlegende epistemologische Struktur und die grundlegende epistemologische Chance des Sonderforschungsbereichs 933 erfasst. Da gibt es auf der einen Seite durchaus realistisch und gekonnt die Verpflichtung, materielle Textträger genau, auch empirisch genau zu beschreiben. Aber es gibt auf der anderen Seite, laut Programm des SFB und laut fortgeschriebenem Programm des SFB, eben auch, das wäre die andere Seite, das wäre neohistoristisch, die Rekonstruktion von kulturellen Welten ausgehend von der Zuhandenheit der materiellen Textträger. Nicht? Das wäre sozusagen die epistemologisch andere Seite, die nicht realistische Seite. Und es geht sozusagen um deren Juxtaposition, um deren Koexistenz. Es gibt in diesem Sinn, haben wir am Freitag in unserer Philosophical Reading Group diskutiert, eine interessante Affinität des Grundrisses epistemologisch gesehen, dieses Sonderforschungsbereichs 933, mit dem Motiv Erde und Welt aus Heideggers Aufsatz Der Ursprung des Kunstwerks. Aber damit bin ich eigentlich schon bei einem Thema des Sich-Zeigens der Dinge. Damit bin ich schon bei der Phänomenologie, bei der phänologischen Perspektive dieses Themas. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich Sie alle wieder am Dienstag um 2 Uhr bei den Germanisten für Teil 2 dieser Vortragsreihe sehe. Vielen Dank.